So. Aktionsteam benennen. Oh, die Toffees oder die Pampelmusen? Die Pampelmusen. Oh, ist das schön. Das ist mein offizieller Name. Ja, weil wir, ne? Pampeln und Musen. Vielleicht wird der Name dieses Teams eines Tages zur Legende der Heldenvereinigung. Bitte nicht. Die Pampelmusen, der Film. Also auf geht's zu eurer ersten gemeinsamen Aktion. Okay, ja, irgendwann werden wir die großen Helden sein, aber jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was dafür notwendig ist, ein Held zu sein, ne? Die gemeinsame Aktionen sind in mehrstufigen Modulen strukturiert. Wähle zunächst hier aus, um zu Modul 1 zu gelangen. Okay, Modul 1. Wähle Aktion Teilnehmen aus, um die Aktionsaufgabe 1.1 anzunehmen und das Teammenü aufzurufen. Also hier dann, ne? Also, Aktion Teilnehmen. 12 von diesen Dingern braucht man dafür. Das sind, guck mal hier, 240 haben wir aktuell. Das steht oben rechts, ein bisschen ausgegraut, weil es, ne, wegen Tutorial und Erklärung gedönst. Aber das heißt, man hat wahrscheinlich nur begrenzt Möglichkeiten, täglich was zu machen, würde ich mal vermuten. Wähle den freien Platz im Team aus, um die Auswahloberfläche aufzurufen. Nani-sai, Hadaga. Wähle zunächst unser neuestes Mitglied Triple Staff Lily. Triple Titte. Wähle dann Team Beitreten aus. Arigato gozaimasu. Ich kann kein Japanisch. Wähle erneut den freien Platz im Team aus, um die Auswahloberfläche aufzurufen. Wähle Smile Man aus. Smile Man. Wähle dann erneut Team Beitreten aus. Also quasi euer Team zusammenstellen, ne? Unser Team ist bereit. Wähle jetzt Challenge Starten aus, um diese Aufgabe zu betreten. Guck mal, hier unten steht übrigens einfach. Der Gegner ist anscheinend einfach. Das könnt ihr jetzt wegen meiner Facecam nicht sehen, da ist auch noch ein Bild von dem Gegner. Und Schwäche hat der Sturmlauf. Da müsst ihr dann wahrscheinlich später irgendwie beachten, wenn ihr mehrere Helden habt, dass ihr halt eben die richtigen Helden verwendet, um halt eben dort effektiv zu agieren. Das habe ich noch gelesen. Ich lade mir das Spiel runter wegen dem Blutmodus. Ja, ich würde es gerne testen, aber ich traue mich auf Twitch irgendwie nicht. Ich würde es gerne gezeigt haben, aber ich weiß ja nicht, ob ich darf. So, warte. Und. Nee. Und. Nee. Ach so. Ah, jetzt habe ich das mit dem X gesehen, tatsächlich. Jetzt habe ich das mit dem X erst richtig gesehen. So, und der hat immer noch 17 Lebensbalken gerade. Also, das heißt, es bleibt gleich. Warte, ich will das mit dem X jetzt nochmal testen, warte. Ja, ich will das auch testen. Genau das, was du jetzt gerade gemacht hast, warte. Und? Ach Mann, der geht halt immer weg. Wenn er mal komplett stehen bleibt, muss ich das nochmal testen. So, und? Jetzt aber. Oh, ich hätte nochmal B drücken müssen. Okay, und? Ja, bam! Super. Und jetzt volle Kanne drauf. So, und jetzt den X-Angriff, warte. Ah, nicht geklappt. Ja, also so. Ich bin kein Fan von Stehen. Alter. Von Aufgaben, bei denen man im richtigen Timing drücken muss, wenn es gerade eben so heiß hergeht wie jetzt hier. So. Okay, aber er scheint einfach zu sein, der Gegner. Zumindest laut Beschreibung. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt hier noch hinkriege. Ich kann ja nur ausweichen. Ach, guck mal jetzt. Ja, sehr gut. Guck mal hier. Da. Jetzt aber. Ah, ich hatte mehrere Male... Ah, guck mal, man kann mehrere Male B drücken und Aktion abgeschlossen. Ah, mehrere Male B drücken. Okay, das ist auch noch neu. Also für mich neu. Und was ist denn da? Justice! Enforcement! Die Pampelmusen! So, genau. Und dafür kriegt man XP. Teamlevel Rang 1. So, ne? Erziele den Sieg innerhalb von 3 Minuten, habe ich geschafft. Etappe mit 40% LP. Etappe mit 40% LP aller Mitglieder oder höher abschließen. Kampfsieg erreicht. Ja, ist doch schön. Ne? Haben wir alles geschafft.
Und darum geht es wahrscheinlich jetzt hier, am meisten. Oh, es regnet draußen schon wieder. Gestern war so schönes Wetter. Jetzt regnet es draußen. Also ich denke, es wird hauptsächlich um diese Kämpfe gehen, ne? Danke für gerade eben. Die Unterstützung kam gerade rechtzeitig. A-Klasse-Helden sind in der Tat sehr stark. Das ist also das gemeinsame Aktionsterminal. Unsere gemeinsame Stärke scheint sich durch unsere Zusammenarbeit wirklich verbessert zu haben. Ich muss zugeben, dass eure Leistung unsere Erwartungen übertroffen hat. Dies zeigt, dass die Teamstrategie der gemeinsamen Aktion der richtige Weg war. Aber auch das ausgefeilteste System kann nicht garantieren, dass alle Fähigkeiten der Monster realistisch wiedergegeben werden. Um mit den Monsterkatastrophen in der Realität fertig zu werden, müsst ihr weiterhin daran arbeiten, euer eigenes Können zu verbessern. Wir werden auch anhand eurer Kampferfahrung und Leistungsdaten die Werte der Simulationsmonster im System sich schrittweise erhöhen. Das gemeinsame Aktionssystem fördert nicht nur die Kampfkooperation des Teams, sondern kann auch eure Beobachtungsgabe schärfen und euch dabei helfen, die Schwachstellen von unterschiedlichen Monstern aufzuspüren. Wählt die Hauptkraft für die Schwachstellen aus, um die Kampfspezialitäten der Teammitglieder effizienter zu nutzen. Dies ist auch die wichtigste Entscheidung des Aktionsteams. Über die übrigen vielfältigen Vorteile des Aktionsteams und des gemeinsamen Kampfes werdet ihr in den kommenden Kämpfen nach und nach mehr erfahren. Werdet stärker, liebe Helden, um die Bevölkerung zu beschützen und ihr beständiges Leben zu erhalten. Ja, gut. Das Aufwertensystem wurde aktiviert. Wähle hier aus, um die Charakterentwicklung. Charakter? Das ist Französisch. Die Charakterentwicklung aufzurufen. Also da oben rechts, okay. Genau, und jetzt können wir halt aufleveln. Das heißt, ihr spielt stetig und levelt halt immer wieder eure Charaktere, damit die halt stärker werden. Wähle Avatar aus, um den Charakter schnell zu wechseln und den du entwickeln willst. Wähle jetzt die Taste Aufwerten aus, um die Oberfläche für das Charakter Aufwerten aufzurufen. Charaktere werden mit EP-Karten aufgewertet. Wähle hier aus, um Basis-EP-Karten zu verwenden. Wähle hier aus. So. Mach ich nochmal? Okay. Ja, jetzt ist Level 2, ne? War das jetzt richtig? Jetzt kann ich wieder zurück, oder? Jetzt kann ich Training machen? Nee, also ja, wir haben sie aufgewertet. Aber ich will die anderen ja auch aufwerten, ne? Hier aufwerten? Wie viel habe ich denn noch? Ich habe nur eine gehabt. Die musste ich für die Troller verwenden? Und das war Tutorial. Hey, hätte ich vielleicht was anders machen wollen würden hier, ne? Und zureichende EP-Karten. Ihr habt nix. Verdienst gibt's auch keinen. So, okay. Gemeinsame Aktion, Terminal. Ich wollte auch noch jemand anders aufleveln. Na gut, machen wir die Hauptgeschichte ein bisschen weiter, ne? Aktionsaufgabe 1-2 von Modul 01 wurde aktiviert. Bitte wähle hier aus, um zu Modul 01 zu gelangen. Ja, ist ja gut. Die müssen wir aber nicht immer alles 10-mal erklären. Das habe ich jetzt mittlerweile verstanden, oder? Wähle hier aus, um Aktionsaufgabe 1-2 anzuzeigen. Ja, ich habe das verstanden. Wähle Aktionsteilnahme aus, um die Aktionsaufgabe 1-2 anzunehmen, um das Themenmenü aufzurufen. Will die mir gleich auch noch erklären, wie man einen Knopf drückt oder so? Also ihr seht, hier oben ist auf jeden Fall 240 gerade da gewesen und jetzt habe ich eben eine Aktion schon gemacht, jetzt sind nur noch 229 da, das heißt, ihr habt wirklich, und jetzt hier auch, das kostet auch nochmal 12, ich habe wirklich täglich oder vielleicht auch je nachdem, aber vielleicht muss man auch noch was erkaufen oder sowas, auf jeden Fall hat man nur begrenzt Möglichkeiten, jeden Tag was zu machen, wenn ich das richtig verstehe. Feinde haben Attributschwächen, dieser Feind ist ein Monster der Technikschwäche, ja, habe ich euch auch gerade eben erklärt, da unten steht das dann. Anhand der angezeigten Schwächen des Feindes kannst du gezielte Anpassungen an deinem Team vornehmen. Gezielte Anpassungen? Das heißt, sie können ihre Attacken ändern, oder was? Oder soll ich einfach nur mein Team ändern? Du steuerst den Hauptcharakter selbst, der oft stärker als die von der KI gesteuerten Teammitglieder ist. Wähle hier aus, um die Auswahloberfläche zu öffnen. Wähle den Technikschadencharakter Triple Staff Lily aus, um dieses Monster zu bekämpfen. Okay. Ja, die ist jetzt sowieso wie Level 2, also mit der sollten wir sowieso mehr machen als mit den anderen beiden, ne? Wenn die eh schon stärker sind. Wähle hier aus, um den Wechsel abzuschließen.
Nice. Anpassung des Teams abgeschlossen. Werde jetzt Challenge starten, um aus dieser Aufgabe... Um diese Aufgabe zu betreten. Warum habe ich heute... Ich habe in letzter Zeit voll Schwierigkeiten mit dem Lesen. Ich sollte meine Augen mal wieder untersuchen lassen, ne? Hättet ihr denn Ryan, ich weiß nicht, hast du eventuell Lust, nachher Party Animals mitzuspielen? Wenn du Zeit und Lust hast. Kann ja sein, dass du keine Zeit hast oder sowas, aber sonst wir können auch das Party Animals auf einen Abendstream verschieben, wenn vielleicht mehr Leute Zeit haben. Ich weiß es nicht. Na klar. Okay, also Ryan wäre dabei. Ob andere noch dabei wären, weiß ich nicht. Müsste man halt sagen, ne? Dann nehme ich mir die Zeit. Ah, super süß von dir. Präzises Ausweichen. Defense, einige Charaktere verfügen über Skills für präzises Ausweichen oder Defense. Triple Steph Lily kann im Moment vor einem Treffer durch den Feind mit Skill Y ein präzises Ausweichen auslösen. Oh Gott, kriege ich das hin? Durch präzises Ausweichen können große Vorteile erzielt werden, variiert je nach Held. Kurz nach einer präzisen Ausweichen kann Triple Steph Lily mit A Normalangriffe ausführen, um Gegenangriff zu setzen und viele Blüte zu erhalten. Oh Gott, dieser Text, ne? Zustand, Haltung, Wechsel. Einige Charaktere verfügen über mehrere Zustände, die durch bestimmte Methoden gewechselt werden können. Wenn Triple Steph Lily genug Blütenwerte gesammelt hat, kann sie mit B in den verwirrenden Zustand wechseln und hat alle Skills werden deutlich stärker. Party Endings ist immer gut. Ah, super. Nana, du willst auch mitmachen? Hast du denn Zeit, nachher auch mitzuspielen? Oh, das wäre super. Wenn wir schon drei. Dann sind wir schon drei, das ist doch super. Da habe ich Bock drauf, ja. So, Tutorial beenden. So, warte. Ich wollte gerade drücken, Y. Und dann Normalangriff hier. So. Ah, okay, warte, ich will das nochmal testen. Ah, das kann ich gerade nicht. Ich muss Y erst aufladen. Ich will das geprüft haben. Oh. Bum, 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 bum. So, warte, nochmal. Ich will das testen. Mach jetzt. Ja, der macht ja nichts. Jetzt hier. Ah, nice. Okay, ich glaube, das habe ich richtig gemacht, oder? Ich habe zwar eine andere Taste jetzt verwendet, aber ich glaube, es war richtig, oder? Blüten. Blütenpower. Oh, ups. Und Blüten. Und Jabams. Ja, guck mal hier. Da kann ja gar nichts. Okay, das Y ist tatsächlich nur Ausweichen. Ich dachte, das wäre vielleicht auch noch eine Ausweichtechnik oder sowas. Oh, ups. Okay, der kann aber auch nichts, der Gegner, ne? Der ist voll lahm vor allen Dingen irgendwie. Whoop. Voll der lahmarschige Gegner. So, jetzt ist er fast tot. Ups, jetzt bin ich aber auch fast tot hier. Aktion abgeschlossen. Der Fall, der war ja nix. Denn ich darf gern. Oh, super, schön. Muss mich ja von Ryan verkloppen lassen. Wollte ich ja schon ewig mal machen mit euch. Party Animals spielen. Habe ich aber schön immer wieder im Hinterkopf. Also im Hinterkopf ist es mir immer mal wieder aufgeploppt. Und jetzt ist es mir erst beim letzten Mal, habe ich es als Subgoal reingemacht. Habe gedacht, ach komm, jetzt machen wir es einfach mal, ne? So. Habe ich gut abgeschlossen hier, ne? Sieht doch toll aus. Haben wir nochmal ein bisschen verschleimt, ne? Immer alle auf den Streamer, habe ich gehört. Ah, nix da. Das ist ja fies, ne? Hier auf die Monster muss man. Das Charakterbanner wurde aktiviert. Wähle hier aus, um zum Banner zu gelangen. Wähle hier aus, vor allen Dingen. Ja, ich wähle hier aus. Wo ist der Hier-Knopf? Wow, die sehen aus wie bei Star Wars. Das war das Ding hier, oder? Wähle hier aus, um einmal Versuchen durchzuführen. Ah, okay, das heißt, da kann man jetzt endlich Geld einsetzen, ne? Einmal ist gratis, alles andere kostet Geld. Hebel nach unten ziehen. Guck mal hier. Schwer der Hebel. Ah!
Es ist so schwer. Ich bin doch nicht One Punch Man. Heiße ich Saitama oder was? Habe ich eine Glatze? Gut, jetzt. Und was kriege ich? Gacha-System! Woo! Bist du auf dem Klo? Das ist mein großes Geheimnis. Das ist, mein Stuhl ist auch gleichzeitig ein Plumpsklo. Lass mich das erledigen. Was ist das jetzt hier? Ein Basisangriff. Fügt sich selbst 12 Sekunden lang Heilung zu und regeneriert dabei pro Sekunde 2% der maximalen LP. Okay, das ist geil. Aber ich habe einen neuen Charakter gedacht, kriege ich. Guck mal. Lass mich das erledigen. Das ist eine R-Dings wahrscheinlich, ne? Guck mal, hier, habe ich erhalten. Ist das schön? Einmal. Bestätigen. Und genügend Silbermünzen, was? Achso, wenn ich jetzt nochmal ziehen wollen würde. Okay, alles klar. Ich darf jetzt nur bestätigen oder zurückgehen. So, da kann man jetzt Geld investieren für. Was hier unten steht? Standardbanner? Ich kann das nicht ändern. Okay, alles klar. Aber ja, wir wollen jetzt mal kein Geld investieren, ne? Die Eier in Dreamlight Valley lagen immer noch in deinem, in einem Raum, wo du sie ausgekackt hast. Es ist schön, dass sie in Ehren gehalten werden. Das Abdruckbewaffnungssystem wurde aktiviert. Wähle hier aus, um die Charakterentwicklung aufzurufen. Okay. Soeben haben wir die Abdruckbewaffnung bekommen, die dem Charakter 1 aktiven Skill hinzufügt und eine große Anzahl von Attributpunkten dauerhaft erhöht. Okay, das ist gut, weil dann werden wir natürlich besser, ist ganz klar. Jeder Charakter hat 3 Waffen, die aktiviert werden müssen und durch Banner und Umtauschen erhalten werden können. Eine bereits erhaltene Abdruckbewaffnung kann in dieser Waffenseite verwendet werden, um die Bewaffnung auszuwerten. Wähle jetzt die Taste Abdruckbewaffnung aus, um die Abdruckbewaffnung zu öffnen. Dankeschön, Engelchen. Vielen, vielen Dank für den Giftezap. Dankeschön. Oh, ihr seid heute mega großzügig. Patti, danke, dass du da warst. Ciao. Oh, husten muss ich auch noch. Ihr seid heute mega großzügig. Vielen, 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 vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich draufdrücken muss. Bewaffnung, ne? Die haben zu oft dieses Bewaffnungsding gesagt. Das hat mich genervt. Deswegen habe ich irgendwann auf Durchzug gestellt. So, warte. Das kann ich aktivieren. Das ist noch, genau, das ist noch, aber das kann ich unlocken, hier. Ah, genau, das habe ich ja gerade gekriegt. Aktivierung erfolgreich. Und das hier ist auch aktivierbar, Basisverteidigung. Fügt einen verbündeten Charakter 60 Sekunden lang Ansporn zu, wodurch dieser einen Angriffsbonus von 20% erhält. Ja, cool. So, und das da oben geht nicht. Nur, also das kann ich auch aktivieren wahrscheinlich. Nee. Diese Abdruckbewaffnung noch nicht im Besitz, erhältlich durch Banner. Okay. Ja, aber das habe ich auf jeden Fall. Das kann ich als Vorschau machen. Okay, ja. Waffen verstärken. Ah, genau, hier könnten wir jetzt die Sachen nochmal zusätzlich verstärken. Aber gut, wir wollen sie wahrscheinlich erstmal sowieso erstmal nur, ne, benutzen. Aber zum Aufwerten brauchen wir eh irgendwelche Materialien. So, passt, oder? Mit den Beinen kann ich hier nichts machen. Genau, das ist alles closed. Gut. Aber den hier kann ich jetzt komplett aufwerten. So. Mehr geht leider nicht. Mehr kann ich nicht tun. Gemeinsame Aktion Modul 01. Herausforderung abgeschlossen. Dieses System kann gemeinsame Aktionen... Der gemeinsame Aktion ist so interessant. Jackie, danke, dass du da warst. Ciao. Obwohl es virtuell ist, ist das körperliche Gefühl während des Kampfes so real. Auch das Gefühl der Unterdrückung durch Monster Serial. Das ist der einzige Weg, um die eigene Stärke wirklich zu verbessern. Apropos, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir stärker geworden sind, aber ich habe das Gefühl, dass die Monster nicht mehr stark genug sind, um gegen uns zu kämpfen. Ja, das stimmt. Also ich bin ein totaler Lappen bei sowas und die Gegner trotzdem nichts, ne? Ich erinnere mich, dass Bespectacled Worker gesagt hat, dass die verschiedenen Werte der Simulationsmonster im System schrittweise erhöht werden würden. Ich weiß nicht, wie stark die Gegner in Zukunft sein werden.
Gute Arbeit an alle. Wie ich schon sagte, wird die Schwierigkeit der gemeinsamen Aktion allmählich zunehmen. Aber bitte gebt der Entwicklungsabteilung noch etwas Zeit, um die Daten zu analysieren. Die Vereinigung möchte sich ein genaueres Bild von euren Kampfdaten machen und den Schwierigkeitsgrad der folgenden Etappen anzupassen. Ich werde euch alle über die genaue Öffnungszeit informieren, sobald sie fertig ist. Im Moment habe ich einen kleinen Vorschlag. Ihr seid das erste Aktionsteam, das an der gemeinsamen Aktion teilnimmt. Und ihr habt die gemeinsame Aktion Modul 01 mit einer so herausragenden Leistung abgeschlossen. Möchtet ihr ein Gruppenfoto zur Erinnerung an diesen Moment machen? Oh ja! Die Musik erinnert ein bisschen an Final Fantasy 15. Oh, schon lange nicht mehr gespielt. Muss ich auch mal wieder ein bisschen reinhören in die Musik. Stimmt, die war auch eigentlich ziemlich geil, die Musik. Ne? Generell Final Fantasy Musik ist mega. Ein Gruppenfoto machen, kein Problem. Ich auch. Ist mein Haar in Ordnung? Ja, du hast ja so eine Blume auf dem Kopf. Ihr seid alle in guter Form. Wenn ihr bereit seid, lasst mich ein Foto von euch machen. But first, let me take a selfie. Oh, guck mal, ich habe 20 Geld gekriegt. Und mit diesem Geld kann man ja das Gacha-System verwenden. So. So, jetzt kann ich ein Foto... Hä? Hä? Wie? Ich stehe dort? Guck mal hier. Ich bin dort und doch nicht dort. Das ist verwirrend. Eine doppelte Triple Lily Staff. Oh, sie heißt ja auch Triple Lily. Triple Staff Lily, ne? Aber da müsste eigentlich noch eine dritte da sein. Okay, ich mach jetzt einfach ein Foto. Das macht keinen Sinn, aber ich mach jetzt ein Foto. So, warte. Können die auch Posen machen? Ich nehme das Zeichen da oben noch mit. Das ist cool. Aber die gucken so ein bisschen blöd. Bearbeiten. Ja, ich will das bearbeiten, das ist ja sonst hässlich. Ich will hier ein bisschen Vintage machen. Oder kühles Blau. Oh. Verblasstes Foto. Ja, das sind altmodische Helden. Ja, die sind altmodisch. Guck mal, die kriegen noch einen tollen Rahmen drum. Aber einen alten Rahmen? Ja, sowas hier, oder? Ich finde sowas gut. Und ein Wasserzeichen? UI ausblenden? Nö, das Logo können wir drin lassen. Die UID ausblenden, das ist gut, ja. So. Passt. Bestätigen. Speichern. Ah, mein Ernst. Das habe ich auch noch. Das habe ich auch noch direkt auf dem PC gespeichert. Oh Gott, warum? Und irgendwann mache ich hier 50.000 Fotos und die landen dann irgendwo bei mir irgendwo im hintersten Eckchen in meinem PC und ich kriege das gar nicht mit. Und 30 Jahre später kram ich die mal raus. Ach ja, das war ja noch was. Okay. Fertig. Hi. Lass mich mal sehen, das ist aber gut geworden. Hey, ich sehe richtig schick aus. Du bist auch nicht schlecht, Smile Man. Mit der Lederjacke kann man mein Gesicht überhaupt nicht sehen, oder? Ich meinte im Großen, alle sind so voller Elan. Bitte habt noch ein wenig Geduld. Wir werden die Vorbereitungsarbeiten so schnell wie möglich abschließen. Leute, lasst uns jetzt erstmal ausruhen und uns auf die kommenden schwierigen Etappen vorbereiten. Ah, ich sollte mal wieder in die Blizzard-Gruppe vorbeischauen. Dann werde ich mal gehen. Ich werde sofort zurückkehren, wenn die gemeinsame Aktion es erfordert. Okay. Alle so durchtrainiert, ne? Da kriegt man richtig Komplexe, wenn man das sieht. Was ist mit dir, Smile Man? Hast du noch was zu tun? Grinsen. Ich habe vor, mich in City A umzusehen. Ich habe gehört, dass der Wiederaufbau des größten Teils von City A, der von Vakzinenmehr zerstört wurde, erst vor kurzem abgeschlossen wurde. Du möchtest die wiederhergestellte City A genauer ansehen? Was für ein Zufall, ich hatte das gleiche vor. Wie sollen wir es nennen? Die kollektive Denkweise der Verlierer? Lightning Max. Mir fehlt nichts. Ich wurde gerade von einer Welle der Traurigkeit übermannt, als ich plötzlich an diesen Kampf dachte. Aber gerade solche Niederlagen spornen uns an, noch stärker zu werden. Los jetzt, lass uns in der wieder aufgebauten City A auf Patrouille gehen. Okay. Diese Belohnung für den Aufstieg des Teamlevels kann jetzt abgeholt werden. Wähle hier aus, um das Hauptmenü zu öffnen. Das ist ein ganz schön langes Tutorial, aber gut, das sind halt eben so Spiele, ne? Da kannst du viel machen. Ups, Hilfe. Was war das jetzt? Es ist ein Ladescreen im Tutorial?
Das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Die Belohnung für den Aufstieg. Fangen wir mal von vorne an. Ja, alles klar. Kann ich jetzt abholen. Gut, jetzt aber. Wähle Vorschau aus, um zur Team-Level-Oberfläche zu gelangen. Ach so, da unten. Ja, ich war abgelenkt von den riesen Brüsten. Das sind aber auch schieß. Durch die meisten in der Erkundungswelt verfügbaren Aufgaben und Modi erhältst du Team-EP. Mit dem Aufstieg des Team-Levels werden neue Inhalte und Level-Belohnungen freigeschaltet. Wähle Abholen aus, um die Team-Level-Belohnung zu erhalten. Nice. Level 1 EP-Karte erhöht die EP. Blub. Das Spiel ist halt an Männer gerichtet, ne? Ja, ich glaube auch der ganze Manga ist ziemlich, ne? Ich glaube, viele Männer lesen das halt einfach, ne? Ja. Spiel unterbrochen? Skippen wir das mal? Ne, kann ja wohl gerade eben hier laden. Das Spiel will nicht mehr. Ja gut, ist heute Release-Tag, ne? Da ist immer alles im Argen, das kennt man ja schon. So, skip mal. Ich will wenigstens noch wissen, was man hier alles machen kann. Wir machen ja heute sowieso Spielwechsel. Oh, wir streamen jetzt auch schon wieder fast 1,5 Stunden, ne? Ich mach mal meine Cola auf. Glückwunsch zum Erhalt. Okay, alles klar. Level erhöhen. So, ich will jetzt mal ganz kurz hier, bevor ich jetzt hier noch... Wieso kann ich jetzt den... Achso, hier... Nee. Ich will den rechten Stick reindrücken, das geht nicht. Den linken Stick war das. Okay, alles klar. Genau, da waren wir stehen geblieben. Und hier sind jetzt Erfolge. Trink was. Dankeschön, Blubnana. Mm. Hast du auch Kleckern eingelöst? Ich hab gerade gekleckert. Dann trink doch gleich ein Stück. Nur aufmachen, bringt nichts. Ich war abgelenkt. Aber siehst du, ich habe gekleckert. So, Erfolge. Justice Enforcement. Oh my gosh, I'm so good at this game. Oh my gosh. So, und dann kriegt man hier die Währung, mit der man halt eben gewisse Dinge holen kann. Gacha-System und so, ne? Muss man nicht mögen, ne? Kann jeder halten davon, was er will. So. Erfolg erreicht 5. Das kann ich teilen. Soll ich es mit euch teilen, Leute? So. Kann ich hier noch... Ah, guck mal hier hinten. Sparschwein der Erinnerung. Das Spiel hat mich Schwein genannt. So, genau. Das ist die Hauptgeschichte. Da könnte ich jetzt... Albtraum und Legende. Bitte was? Ach, das ist der Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich, ne? Genau, also hier könnten wir jetzt den Epilog weiterspielen. Der sind bei 91%. Und ja, da gibt noch ein bisschen was zu holen. Also da kann man noch ein bisschen weiterspielen. Wenn ich jetzt hier raufgehe... Ah, genau, hier. Kapitel 1, Erinnerungen von vor nicht allzu langer Zeit. Verfolgen. Nachdem du aus der ersten Hand die Zerstörung und den Wiederaufbau von City A miterlebt hatte, beschloss Lightning Max und Smileman, sich die Straßen dieser wiederauflebenden Stadt näher anzusehen. Genau, so war das. Und da ist noch die Mall. Monatsabo! Ah, ja, guck mal, Leute, da hätten wir das Kostending, ne? Da machen die Drops schon Sinn. Sind jetzt gerade schon wieder Drops möglich? Oh Gott. Ich habe gehört, dass Suicide Squad ist jetzt seit ein paar Tagen spielbar für alle Leute, die die 100, über 100 Euro Variante ausgegeben haben zum Early Access. Und es ist total schwierig zu spielen. Teilweise Server down genommen und so weiter. Da ist mir sowas hier lieber tatsächlich. Wenn hier Schwierigkeiten sind, ich habe nichts dafür gezahlt. Es ist voll in Ordnung und ich muss auch kein Geld investieren. Aber Suicide Squad für 100, über 100 Euro ausgeben und dann nicht spielen können, das finde ich eine Unverschämtheit. Entschuldigung. Das ist auch nicht mal abgetan mit, ja, kann ja passieren, technische Schwierigkeiten. Dafür gibt es Server-Tests, die man vorher machen kann, weißt du? Es gibt Beta-Möglichkeiten. Man kann irgendwas machen, um vorher vorbereitet zu sein auf die Situation. Ich gebe doch keine 100 Euro aus und kann da nicht spielen. Das ist also wirklich. Dann lieber sowas. Und hier muss ich ja nichts ausgeben. Hier ein Monatsabo von 5 Euro mache ich nicht. Das klingt wie ein Jamba-Spar-Abo. Und ein Wochenabo auch nicht.
Aber was haben wir hier? Ziehungspaket? Oh Gott, Hilfe. Ja, hier, 100 Euro, da werden wir wieder. SSR-Auswahl-Charakterpaket. Für 100 Euro kriegt ihr einen Charakter. Der ist aber limitiert auf eins. Um welches Game geht's? Um Suicide Squad, das neueste Spiel. Das kommt eigentlich erst morgen raus. Also für alle diejenigen, die nicht die neueste Variante kaufen, die teuerste Variante kaufen, können es erst morgen spielen. Und da kostet es halt eben, ich glaube, 60, 70 Euro oder sowas im Normalfall. Ich glaube eher 70, 80 Euro oder so, ne? Und eben, hier könnt ihr jetzt Geld ausgeben, aber ich gebe jetzt gerade kein Geld aus. So, ich weiß noch nicht, wie ich dieses Spiel finden soll, deswegen gebe ich jetzt mal gar kein Geld aus. Hier gibt es Entwicklungsmöglichkeiten. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, hier Geld auszugeben. Hä? Was? Gratis Wachstumspaket. Oh, das nehme ich. Das kostet nämlich nichts. So, gibt's noch was gratis? Ah, hier, guck mal. Ja, gratis Sachen gibt's auch. Die nehme ich mit. Die nehme ich. Gratis. Ja, das nehme ich mir. Das war Visa, ne? Visa, die Freiheit nehme ich mir, habe ich gerade geklaut und das hier umgemünzt. Guck mal hier, ich habe 180 und kann mir jetzt hier Kampfbericht, Auswahlpaket und sowas. Solche Sachen kann ich mir tatsächlich dann auch kaufen. Ihr könnt es euch ja freispielen, ihr müsst ja kein Geld investieren, ne? Kampfpaket. Da müsst ihr euch mal durchwursteln, also wenn ihr das machen wollt. Da gibt es bestimmt immer mal wieder wirklich gratis Sachen. Guck mal hier, das kostet 2. Kauflimit pro Monat 25. Oh Gott, ey, da bist ja... Da bist ja 300 Jahre lang beschäftigt, alles durchzugucken, was hier möglich ist. So, und das ist hier die normale Währung, also diese Goldwährung, die man wirklich kaufen kann. Normalerweise 1 Euro für 60 Stück. Also fast... Ja, 2 Euro für 100, 120. Ja, ja, ich versuche gerade irgendwie ein bisschen ein Dings... Ja. Ja, egal. Ist zu viel. Zumindest für den Anfang. Typisch Online-Game halt. Ja, ja, eben, genau. Also da sollte man sich nicht verarschen lassen. Ihr solltet jetzt nicht hingehen und sämtliche Gelder hier investieren, ohne zu wissen, was in diesem Spiel auf euch zukommt. Bitte guckt euch es erstmal ganz genau an. Und das sind sogar Events. Okay. Guckt es euch erstmal ganz genau an. Ah, hier. 7 Tage anmelden. Zeitlich begrenzt 180 Tage und 21 Stunden. Okay. Da könnt ihr euch Sachen freischalten. Quatsch. Ach, die sind gratis. Ach so. Okay. Also das heißt Events im Sinne von, das kann man, wenn man jeden Tag spielt, kann man sich das abholen, wenn ich das sehe. Das hier wäre Wachstumsfonds, schalte die hochwertige Wachstumsbelohnung frei und maximal 6.450 Silbermünzen. Alter, das ist, wie viel Geld man hier liegen lassen kann, ne? Erstkaufbonus. Guck mal, wenn ich das erste Mal was kaufe, kriege ich den Typen hier. Sobald die Aufladung den entsprechenden Betrag erreicht hat, erhält man die 3-tägige Anmeldebelohnung. Aber hier kann ich jetzt aber nur, ich will kurz reinklicken. Ach so, ach, das habe ich jetzt erhalten. Ach, das ist auch, ah, genau, hochwertig. Das könnt ihr euch noch zusätzlich kaufen. Für 17 Euro kann man sich mehr kaufen. Und das ist die normale Belohnung. Okay, und das ist auch wieder zum Abholen. Also, wie gesagt, man muss sich nur die Mühe machen, halt regelmäßig zu spielen. Dann kostet das gar nicht so viel Geld. Und dann musst du dir gar kein Geld investieren, ne? So groß. Shanti, hallo. Also Suicide Squad ist seit vorgestern spielbar als Deluxe-Version, die normale kommt morgen raus. Genau, Matthias, genau. Aber bekommst kostenlos Content, Charaktere und viel mehr. Bei Suicide Squad? Ich habe gehört, da gibt es auch Skins. Du zahlst 100, über 100 Euro für die Deluxe-Version von Suicide Squad und dann gibt es Skins, die kosten 20 Euro, à la Fortnite. Fortnite ist aber kostenlos. Da habe ich 100 Euro gezahlt und zahle für einen Skin nochmal 20. Was ist aus unserer Gaming-Gesellschaft geworden heutzutage? Darauf ein Prost. Wir gehen alle unter. So. Genau, da ist mein Rucksack. Beschwert euch nie wieder über Dreamlight Valley. Nee, eben. Da hast du vollkommen recht. So, das sind meine... Achso, das sind die Güter. Man kann sie hier nochmal angucken. Genau, die kann ich jetzt verwenden für irgendwas, was ich halt brauche. Aktuell übrigens hier 242 von 240... Das Sinn.
Was? Namenskarte steht da unten noch? Guck mal, die Pampelmusen steht da. Kann ich dort... Was passt denn am besten zu den Pampelmusen? Guck mal, das kann man sich auch kaufen. Skins ja, aber in der Deluxe ist ja Battle Pass bei Charakteren und Map dazu kostenlos. Joker kommt demnächst dazu. Oh, ich vermisse die Zeit, in der man ein Spiel wie Suicide Squad noch gekauft hat. Und es dann auch wirklich gekauft hat und fertig war. Dann macht's doch kostenlos, wenn ihr Battle Pässe reinbringt. Ganz ehrlich, dann mach's halt kostenlos. Wenn du eh einen Battle Pass reinbringst, dann brauchst du auch nicht Schwierigkeiten haben, wenn die Server mal down sind. Weil wenn du nichts gezahlt hast, ist eh nicht das Schlimme. Also ich glaube, das passt am besten zu den Pampelmusen, oder? So, warte mal, was mit meinem Set hier? Kann ich noch ein bisschen zu Ende durch? Alter, da gibt's viel. Da gibt's echt viel. Hä, wieso habe ich jetzt nicht ausgewählt? Ich habe doch das hier genommen, oder? Nicht? Hä? Ist doof. Ach so, das ist das Set. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist das gesamte Set. Ach so, alles klar. Okay, ja, dann nehme ich mal das da. Und den Aufkleber nehme ich. Das switcht immer wieder rum. Hör auf jetzt. Ist überhaupt nicht buggy, das Spiel. Oder mache ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade irgendwelche blöden Sachen gemacht. Das sieht aus wie eine Pampelmuse. Guck mal, es geht immer wieder zurück. Oder muss ich erst auf Speichern? Ach, ich muss jedes einzeln abspeichern. Ich dachte, ich muss am Ende gesamt abspeichern. Ja gut. Kann ja nicht riechen. Ja, ich dachte, man erstellt erst sein Ding und dann speichert man ab. Das ist ein bisschen doof. Also das sind die Pampelmusen. Guck mal, hier ist eine halbe Pampelmuse und das ist eine halbe Pampelmuse. Und deswegen sind wir die Pampelmusen. Ich finde, das sieht toll aus. Ja, die anderen kann ich nicht verwenden hier. Gut. Hätten wir das auch mal gemacht. Grußworte. Ich bin ein Held aus Leidenschaft und suche nach Gefährten für Gerechtigkeit. Ich bin eine dicke, saftige Pampelmuse und suche einen Safter zum heftigen Auspressen. So. Automatisch bei Freundschaftsanfragen anwenden. Ich bin eine dicke, saftige Pampelmuse und suche einen Entsafter zum heftigen Auspressen. Die klassische Pampelmuse. Was? Das Wort? Ich habe nur 30 Wörter? Oh, toll. 30 Wörter sind einfach zu wenig. Siehst du? Das reicht doch nicht mal. Sind viel zu wenig. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Nutz alle 30. Heftig mit Ä? Ja, das war der Witz. Heftig. Weil ihr auch, ihr habt doch immer Chat und Language und heftig. Weißt du? Ach Mann. Selbst meine Witze funktionieren heute nicht mehr. Deine Grüße wurden erfolgreich geändert. 30 Wörter sind viel zu wenig. Siehst du, Blubnana hat auch Pameppelmuse geschrieben. Pameppelmuse. Siehst du, da kann man halt mal, ne? Okay, ja. Sollen wir Spielwechsel machen? Ich glaube, das reicht. Erstmal. Teamlevel? Ach, abholen kann ich das noch, okay. 30 Zeichen, ich hasse es. Steht das auch bei dir als Grußformel? 30 Wörter, ich hasse es.